Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Best Boys. Mein Name ist Kamal und heute schauen wir uns das Vodafone 845 an. Das ist dieses Telefon hier, das trägt den Namen Vodafone. Es ist ein ganz besonderes Telefon, welches für die Vodafone-Gruppe gebaut wird. Ist dementsprechend auch in Vodafone Deutschland verfügbar, bei Vodafone Deutschland verfügbar. Dementsprechend sieht die Verpackung auch komplett halt gebrandmarketed aus. Wir machen das einmal auf, gucken uns ein, zwei Sachen an. Gleich finde ich schon so eine Bedienungsanleitung, die ist ein bisschen dicker, so sieht der aus. Dann natürlich eine Kurzanleitung, die man sich angucken kann, wenn man jetzt keine Lust hat auf so ein dickeres Buch. Gleich hier finde ich das schon das Telefon. Ich lege das mal so zur Seite und wir gucken uns den Lieferumfang an. Wir haben gleich Kopfhörer. Kopfhörer sind nicht von der besten Qualität, aber sind zumindest mit 3,5 mm ausgestattet. Das heißt, ihr könnt eure eigene auch verwenden, was relativ cool ist. Könnt natürlich mit denen auch gleich telefonieren, weil ein Mikrofon dazwischen verbaut ist. Dann habt ihr ein Datenkabel mit einem coolen Anschluss, Micro-USB, das heißt ein Standardanschluss. Und gleichzeitig habt ihr auch so ein Modular, womit ihr ein Datenkabel hier reinpacken könnt, habt euer Netzgerät dann. Es gibt mehrere Gründe, warum wir das Telefon zeigen. Ein Grund ist, dass das Telefon wirklich sehr, sehr günstig ist. Und dafür, dass das Telefon wirklich sehr, sehr günstig ist, bringt das einen erstaunlich guten Akku mit, nämlich wirklich 1200 mAh, was richtig zu loben ist. Ich lege mal alles so zur Seite, wir brauchen das erstmal alles nicht. Wir gucken uns direkt das Telefon an. Das ist das Telefon, das ist das Vodafone 845. Der ein oder andere hat schon wahrscheinlich gesehen, wer das herstellt. Es wird hergestellt von Huawei. Huawei ist ein Netzausrüster, der eigentlich USB-Modems macht, USB-Sticks mit Modem macht und sehr, sehr selten eigentlich Handys baut und relativ wenig an Handysortiment hat. Also ich lege mal eine SIM-Karte rein und wir schauen uns den Aufbau drum und dran an. Ich kann hier eine SIM-Karte einlegen. Ab Werk wird keine Speicherkarte mitgeliefert. Ich habe jetzt eine reingelegt. 16 GB ist das Höchste, was man reinlegen kann. Und wir starten eigentlich soweit alles. Einfach zuknacksen, das ist soweit okay. Kurz zum Aufbau, wir haben hier oben ein Lautsprecher, dann haben wir darunter ein 2,8 Zoll resistives Display. Resistives Display, das heißt, es reagiert auf Druck, reagiert nicht auf mehrere Fingern und dementsprechend sind Multitouch-Gesten auch ausgeschlossen. Hat eine Auflösung von QVGA, das heißt 240x320 Pixel. Darunter haben wir einige Tasten, insgesamt sind das 5 Tasten. Wir haben eine Sendetaste, eine Menütaste, ein Trackpad, womit man auch drücken kann, worauf man drücken kann, meine ich. Eine Return-Taste und eine Telefon-Auflegtaste. So sieht meine Front aus. Es gibt mir ein sehr hochwertiges Gefühl, weil das wirklich Metall hier ist. Es ist kein Edelstahl, aber Metall zumindest, was einen guten, hochwertigen Eindruck vermittelt. Darunter haben wir natürlich Kunststoff. Irgendwo ist der Preis auch schon natürlich dann gemacht und ich sage auch gleich was zum Preis. Auf dem Fußbereich haben wir 3,5 mm Anschluss für Kopfhörer, Micro-USB und unser Mikrofon. Auf der rechten Seite haben wir nur Laut- und Leise-Tasten, jeweils nicht gekennzeichnet durch Plus oder Minus oder Hoch oder Runter. Auf dem Kopfbereich haben wir An und Aus, sowie Sleep und Wake. Hiermit kann ich, wie gesagt, meinen Deckel öffnen, habe ich euch ja gerade gezeigt. Lanyard kann man hier durchschließen. Und auf der linken Seite haben wir durchgehende Verarbeitung bzw. den Verlauf zwischen Kunststoff und Metall. Das Telefon an sich ist insgesamt 100 mm hoch, 55 mm breit und 13 mm dick, wiegt 118 Gramm, gibt es in der Farbe Bronze, Silber, Metall, so nennt sie es glaube ich. Auf jeden Fall sieht es dann so aus. Es ist wirklich günstig, es ist ein Alternativprodukt zum bestehenden HTC Wildfire, dementsprechend kann man das nicht direkt vergleichen, aber es hat schon ein bisschen oder weniger schwächere Technik und ist auch vom Preis richtig ausschlaggebend. Das Telefon heißt direkt bei Huawei Joy, heißt es glaube ich, und bei uns heißt es hier Vodafone 845. Ich mach's mal einmal an, wir schauen uns weiter alles an. Es ist klein, handlich, bisschen breiter als sonst, aber es liegt gut in der Hand und die Kunststoffgeschichte hier hinten ist matt, also ist auch nicht so sehr schlimm, finde ich, für den Preis, was man hier bekommt. Das ist der Grund 2, warum wir das euch zeigen. Grund 1, wie gesagt, Preis. Grund 2, dass mit Android läuft. Android ist eine große Community und wir denken, dass das auf jeden Fall gesehen wird, unabhängig, dass es jetzt von Vodafone vermarktet wird oder nicht. 3,2 Megapixel habe ich auf der Rückseite, Lautsprecher war hier. Und Android 2.1 sogar, was richtig, richtig cool ist. Einige Hersteller, Premium-Hersteller schaffen das noch nicht mehr. Und die bringen sowas mit 2.1 raus, also
Hut ab. GPRS, Edge 3G, HSPA, AGPS, WLAN, B und G Standard sind drin. Ist auch ganz gut. 528 MHz Prozessor, 128 MB RAM, was relativ wenig ist. Und 512 MB ROM. Das ist alles, was man wissen muss über das Telefon. Mit dem RAM kann es ein bisschen wenig werden. Solange es kein 2.2 gibt, kann man nur noch eine begrenzte Anzahl auf dem Telefon hinterlegen. Von daher erstmal nicht schlimm. Aber wir schauen es weiter gemeinsam an. Also ich gebe meine PIN ein. Wie gesagt, ist ein rezessives Display, also man muss schon ein bisschen Druck ausüben im Vergleich zu Telefonen wie Wildfire, was ein kapazitives Display hat. So, habe ich einmal meine PIN eingegeben, was passiert dann? Es kommt natürlich meine ganz normale Fläche, meine ganz normale Ausgangsanzeige. Diese kennt ihr, diese kennen die meisten. Diese ist unterteilt in mehreren Flächen und egal wo ich dann bin, wird mir dann gezeigt, wo genau ich dann zum Beispiel mich befinde. In diesem Fall bin ich hier, wo das blau ist. Und mit dem Trackpad kann ich links und rechts gehen. Wie ihr seht, das klappt relativ simpel. Und ich bin auch schon jetzt zum ganz letzten Punkt angekommen und kann wieder nach links und rechts gehen. Also nur nach links gehen. Und wer Android kennt, den brauche ich das großartig nicht zu erzählen. Jeder kann alles individuell einstellen. Ich halte einfach nur fest an einer Stelle und kann dann zum Beispiel Verknüpfungen hinpacken. Seien es jetzt Verknüpfungen zu einem bestimmten Programm, zu einer bestimmten App, sagt man ja auch. Oder festhalten. Einige Hersteller bringen eigene Widgets mit. Widgets sind dann ein bisschen größer als Programme, zum Beispiel mein Album. Und dann sieht es schon ein bisschen anders aus. Ich habe Bilder direkt hier und kann die ja als Laufleiste hier abspielen lassen. Oder so ein Notizblock. Je nachdem. Oder Steuerelemente, womit ich sagen kann, okay, Helligkeit runter, komplett mittel oder komplett hoch. Und wenn mir was nicht gefällt, halte ich es einfach fest und dann kommt natürlich so ein Mülleimer, wie zum Beispiel hier, ihr seht, so, ich halte es dann einfach fest und gehe dann einfach auf diesen Mülleimer, lasse es dann los und dann ist das hinterlegt und dann ist es gelöscht. Was relativ cool ist, was ich vom Ding her, vom Konzept her, vom Gedanken richtig gut finde, sollten die alle anderen Hersteller sich auch eine Scheibe davon abschneiden, nämlich, dass die meisten von euch wahrscheinlich Android kennengelernt haben als links und rechts. Ihr könnt nur links und rechts. Jeweils habt ihr eine Fläche und die meisten haben auch eine begrenzte Homescreen-Anzeige. In diesem Fall haben wir mehrere. So, was mache ich, wenn alle verbraucht sind? Ich gehe einfach dorthin, wo ich was Neues machen möchte. Zum Beispiel habe ich hier auch was verbraucht, sagen wir das mal so. Oder ich habe den Music Player hier verbraucht. Dann halte ich hier fest und anstatt links und rechts zu gehen, was schon verfügbar ist, kann ich direkt nochmal rechts hingehen, dann wird das Neues geöffnet. Oder zum ersten Mal kann ich auch nach oben hingehen. Und was passiert? Es öffnet sich ein zweites Stockwerk. Jetzt sieht man hier, ich bin jetzt gerade im ersten Stockwerk. Ich halte fest und gehe nochmal auf diesen Plus. Und irgendwann schiebt er mich automatisch nach oben. Und jetzt lasse ich los. Und ihr seht, 1, 2, ich habe jetzt mehrere Stockwerke. Kann jetzt hoch oder runter gehen. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen. Ich kann eure Perspektive wahrscheinlich sehen. Man hat keinen Überblick mehr. Aber dafür gibt es dann zum Beispiel diese Minustaste hier. 1 und 2. Dann sieht man zum Beispiel wirklich den kompletten Raster. Wir waren als erstes wirklich in dieser unteren Leiste hier. Dann habe ich das hier geöffnet. Das Coole ist, dass es unendlich ist. Also ich kann jetzt hier nochmal raufklicken und sagen festhalten plus. Und ihr seht, ich habe schon eine dritte. Also vom Ding her, wie gesagt, finde ich das richtig cool. Es ist nur wirklich auch ein bisschen unübersichtlich. Und ihr seht, Pi mal Daumen habe ich hier mehr als 4. Habe ich hier 8. 8 und 3 mal 3, 24. Ich habe jetzt insgesamt 24 Homescreens. Wer braucht eigentlich 24 Homescreens? Ich direkt nicht, aber ihr seht, welche unendliche Möglichkeiten man hat. Man kann mehrere Homescreen-Möglichkeiten. Und das ist vom Idee her eine ganz gute Sache. Kann man integrieren in neuen Telefonen, kann man, muss man aber nicht, aber von der Grundlogik ist das eine gute Sache. Ja, zoomen kann ich nicht nur rauszoomen, kann ich nicht nur mit dieser Minustaste hier, sondern auch wirklich mit meinem Trackpad, indem ich einmal raufdrücke und dann so mache halt. Ja, so sieht das quasi aus. Das ist mehr oder weniger mein Homescreen, womit ich auch wieder dann rausgehen kann und dann natürlich wieder individualisieren kann. Großartig brauche ich euch hier nicht zu zeigen, ihr wisst wahrscheinlich, wie Android alles funktioniert. Ich habe hier neben Minustaste noch Messaging, Telefontaste, womit ich dann wirklich halt, ja, meine Telefontaste habe. Ich habe hier Anruflisten, Kontakte, Favoriten und so weiter und so fort. Also relativ simpel, relativ einfach. So sieht Android aus. Ansonsten klicke ich hier auf diesen Ziffernpad, was aussieht wie ein Ziffernpad, ist aber dann meine App-Ansicht.
Und der eine oder andere hat schon gesehen, 360 ist drauf, 360 heißt, es sind Vodafone bestimmte Apps, die man verwenden kann mit Vodafone SIM-Karten. Ihr könnt euch das Telefon später dann kaufen. Wie gesagt, zum Preis sage ich am Ende was, sonst schaltet ihr ja normalerweise ab. Ihr könnt das Telefon auch ohne Vodafone SIM-Karten benutzen. Es hat keinen SIM-Lock und so weiter und so fort. Beginnt tut alles hier mit Zahlen, danach mit A wie Alphabet, also alphabetisch technisch. Und ich nehme mal den Browser, wir gucken uns einmal die Geschwindigkeit an. Es wird klar, eine Vodafone-eigene Seite geladen, live.vodafone nennt sich die. Ich bin jetzt auch über Vodafone online, also ich bin nicht jetzt über WLAN online, WLAN wäre dann zu Hause kostenlos. So sieht meine Tastatur aus. Ich persönlich für meine Verhältnisse finde die klein. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Ansicht damit arbeiten kann. Aber zum Beispiel, so kann ich damit arbeiten, was ein bisschen länger dauert, was negativ ist. Und ihr seht, wie lange das gedauert hat. Wir machen es nochmal. Ihr seht, das dauert schon ein bisschen länger als gängige Telefone. Das ist ein negativer Punkt. Von daher sage ich das einmal. Aber was machen wir? Wir gehen natürlich auf seine Seite wie Spiegel und gucken uns an, wie der Aufbau ist. Da es resistiv ist, muss man schon ein bisschen reindrücken, aber ganz leicht halt, ne? Und ich kann jetzt Spiegel eingeben, aber was macht man, wenn man sagt, okay, in der Regel sagt man, ich gebe keine WWWs ein, also ich gebe kein WWW ein, sondern Spiegel direkt. Was richtig cool ist so ein Button hier. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie auf einem Android-Telefon gesehen. So, ich drücke drauf und achte mal, was passiert. Es gibt WWW automatisch ein. Und ich kann direkt hier meine ULA eingeben, zum Beispiel jetzt nochmal spiegeln. So, ihr seht, selbst im Querz-Modus mache ich einige Fehler. So, ich gebe mal los ein und er lädt jetzt. Wenn ihr das Telefon das erste Mal kauft, also das erste, was heißt natürlich, das kauft ihr es einmal und das erste Mal dann einstellt, dann findet ihr hier, achso, ich bin auf spiegel.com gelandet, okay, Verzeihung. Ja, ich ändere das sofort natürlich um, aber erzähle euch währenddessen weiter, was ich erzählen wollte. Wenn ihr das erste Mal das Telefon, also wenn ihr es erstmal in Betrieb nimmt, das Telefon, müsst ihr das Display kalibrieren. Das heißt, arbeitet lieber mit einem Stift. Es wird wirklich kalibriert und wer das nicht macht, dann hat er echt Probleme mit dem Display, weil das nicht richtig reagiert. Also das ist nicht präzise. Am besten wirklich mit einem Stift arbeiten oder mit einem scharfen Gegenstand, mit einem Gegenstand arbeiten und das alles kalibrieren. Ja, so sieht mein Browser aus. Ich bin jetzt auch hier in der nicht anders erwarteten mobilen Ansicht. Das sehe ich hier oben an Mobil und M. So, sieht mein Browser aus. Ich finde quasi auch hier wieder die Möglichkeit auszuschwenken. Hab die Möglichkeit hier per Doppeltap zu zoomen, was nicht klappt gerade. Zeige ich euch nochmal. Ich klicke mal auf den Link. 2.1, wirklich Hut ab, dass die 2.1 in so ein Einsteigertelefon, sagen wir mal, reinpacken. Was schade ist, neben der Tastatur, in dem das so klein ausgefallen ist, weil es 2,8 Zoll hat, ist die Auflösung QVGA, die ist, tut auch nicht so gut. Man kann die Texte aber dennoch scharf lesen, jetzt zum Beispiel auch in eurem Fall, dass ihr es vom Display aus lesen könnt und ich kann es von mir auch lesen. Aber ab einer bestimmten Entfernung sieht man das quasi nicht mehr so scharf. So. Okay, es reagiert nicht direkt. In der Regel hat es sofort geklappt, als ich Tab-Zooming gemacht habe. Klappt jetzt erstmal nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt auf mobil bin, also auf der mobilen Seite bin. Wir versuchen mal, das alles nochmal ein bisschen auszulasten, indem wir direkt unsere Seite besuchen. So. Ihr seht, wie schwierig das für einen ist, der... So, ich gebe mal direkt hier Best Boys ein. Und ich hoffe, dass er das direkt findet. Er hat uns das erst vorgeschlagen. So, er lädt das direkt über Google und ich klicke mal auf meine Seite hier. Und jetzt lädt er auch unsere Seite natürlich im mobilen Umfang, und damit er datentechnisch alles spart. Und ich kann hier unten umschalten auf richtige Ansicht. Dann habe ich eine vollwertige Ansicht und das dauert aber auch ein bisschen dementsprechend. So, hier sieht man zum Beispiel die Schrift tatsächlich, dass es nicht so klar ist. Das ist aber aufgrund der Auflösung, wie gesagt. Und vom Ding her kann man das eigentlich ertragen, wenn man jetzt nicht so unbedingt so ein feinfühliger Mensch ist und sagt, ich brauche das unbedingt. So, jetzt seht ihr zum Beispiel, jetzt seht ihr eine richtige Seite, die wirklich im vollen Umfang ist, also eine größere Breite hat und so weiter und so fort.
Und jetzt sieht man auch die Schrift zum Beispiel, dass die, wenn die, je kleiner die wird, umso unleserlich wird sie, weil einfach die Auflösung zu tief ist. So, und jetzt kann ich euch das tatsächlich zeigen, wenn ich doppelt drauf drücke, dann zoomt er eigentlich rein. Was er jetzt wieder nicht macht, Sekunde. So, 1, 2 macht er tatsächlich nicht. Also im Test hat es geklappt. Ja, jetzt klappt es wieder. Ihr seht, es ist aber auch wirklich der lahme Prozessor. Aber ganz ehrlich gesagt, ist es vom Preis, wie gesagt, sehr attraktiv. Und deswegen kann man sich diese Sachen eigentlich gefallen lassen. Vor allem, ihr könnt auch zu Hause über WLAN surfen, dann ist es viel, viel schneller. Aber ich muss sagen, jetzt über Mobilfunk war das auch relativ schnell. Und vor allem, unsere Seite ist relativ groß. Und natürlich, solche Sachen funktionieren nicht. Also, das klappt natürlich nicht aufgrund des Displays. Aber ich habe auch ansonsten hier Button zum Zoomen, wer die gerne benutzen mag. Einige mögen es vielleicht nicht, einige schon. Und ansonsten kann ich natürlich mit dem Trackpad auch noch arbeiten. Das sieht dann so aus. Ja, das ist der Browser. Ich denke mal, ihr habt genug gesehen. Wir haben zwei, drei Pannen gehabt, aber ihr solltet lieber das sehen, bevor wir das euch verschweigen. Das ist wirklich die Wahrheit so, dass es nicht immer fließend klappt. Browser haben wir getestet, Dateimanager kann ich direkt auf mein Telefon nachgucken. Also ein Dateimanager, der wirklich schon vorab Werk installiert ist, nämlich für meine Speicherkarte und so weiter und so fort. Hab alle Ordner hier, Dokumente, E-Mails, Einrichtungen. Galerie finde ich quasi meine Bilder. So sieht es quasi aus. Ich habe hier mehrere Alben. Alben werden mir hier angezeigt als Ordner. Das heißt, ihr legt einen Ordner auf die Speicherkarte an, packt da ein paar Bilder rein und das wird für Telefon. Für das Telefon ist das automatisch ein neues Album, zum Beispiel hier jetzt. So, und hier sind auch wieder sehr, sehr hochauflösende Bilder drin. Einige zeigt er gar nicht an, weil er die Farbdarstellung gar nicht hat. Einige zeigt er an und dafür braucht er natürlich diese hochzurechnen. So, und hier zum Beispiel sieht man, dass das relativ okay ist, relativ schnell klappt. Zoomen klappt auch. Und wenn ich mal zum Beispiel so ein noch hochauflösenderes Bild nehme, wie zum Beispiel hier in diesem Ordner, dann gehe ich mal davon aus, dass er ein bisschen Probleme haben wird. Und er lädt die schon und er lädt die schon. Zum Beispiel die Frau hier. Nö, oh cool, okay, es klappt. Es klappt sehr schnell. Also dafür, dass das Bild 12 Megapixel hoch ist. Aber gut. Nichtsdestotrotz, wir machen jetzt weiter. Ihr habt gesehen, wie das funktioniert. Das reicht jetzt langsam. So, natürlich habe ich hier Google-Produkte drin, Kalender drin und ich habe eine Kamera drin. Wie gesagt, 3,2 Megapixel, was wirklich, wirklich sehr, sehr cool ist. Vom Preis her. So, ich nehme mal das Wildfire hier, welches wir auch zeigen und welches ihr schon schnell gesehen habt, meine ich. Die Kamera ist nicht sonderlich schnell, man sieht ein bisschen das Ruckeln hier. Ich kann umschalten zwischen Video und Kamera, kann hiermit auslösen, 1, 2 und 3. Und so sieht mein Bild aus. Wir machen einige Testbilder, ihr könnt euch die Qualität selber für euch selber entscheiden, bildet euch eine eigene Meinung. Und die Bilder findet ihr auf unserer Internetseite. Ein Link, wenn ihr auf YouTube gerade guckt, ist hier unten zu unserer Seite und entscheidet euch am besten selber, was ihr davon hält, ob ihr euch, wenn ihr jetzt interessiert seid damit, daran, dann könnt ihr selber entscheiden, okay, ist das eine gute Qualität oder nicht. Dafür, dass es Android 2.1 hat, hat es eine ganz, ganz große Auswahl, was an Apps angeht. Aktuell im Google Market sind 70.000 Apps verfügbar. Das qualifiziert das Telefon gleich, aber nicht gleich zu 70.000 Apps. Das Problem ist ja wirklich diese Auflösung wieder. Dann verliert es schon wieder ein bisschen Apps, aber jedenfalls besser als gar nichts. So, ich müsste jetzt mein Passwort eingeben für mein Google Mail und dann funktioniert es auch. Google Mail kostenlos herzustellen, ein Account und damit könnt ihr dann kostenlos Programme runterladen. Es gibt auch kostenpflichtige, die werden per Rechnung abgerechnet. Music, ich denke mal, das ist für euch die Kategorie, wo ihr sagt, okay, ich bin Jugendlicher natürlich. So. Und wie die Qualität sich anhört. Ganz einfach Music. Ich sehe hier mehrere Aufbauten, zum Beispiel Interpreten, Alben. Dann finde ich hier alles grafisch nochmal drin. Ich habe hier Tracks, Playlists und so weiter und so fort. Wir spielen mal etwas ab und ihr könnt euch von der Qualität überzeugen. Ich hoffe, das reicht euch so einigermaßen. Thank you.
Ja, ihr habt gehört, wie sich das anhört. Im Grunde kann ich nur Gutes berichten. Also die Bässe werden gut abgespielt, die Höhen sind ganz okay. Es ist nicht sonderlich laut, aber was erwartet man für diesen Preis, wie gesagt? Ja, ich weiß, ich quäle euch mit dem Preis, jetzt Ruhe. Ich sage euch gleich den Preis auf jeden Fall. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass der Music Player über den Lautsprecher wirklich sehr, sehr gut ist. Besser als so manch ein Smartphone, die nicht so gut sind, also für die man zum Beispiel 400 Euro zahlt. Also Hut ab dafür, dass es wirklich sehr, sehr gut ist. Neben Music habe ich natürlich weitere kleine Programme wie Notizen, Rechner und diese Organisationsprogramme. Ich habe natürlich SMS, womit ihr wieder Quests schreiben kann. Ja, ihr könnt auch über T9 schreiben. Ich sage dazu neue Nachricht und habe hier meine Schreibmöglichkeit, T9. Und wenn ich schwenke, dann habe ich hier meine Quertz-Tastatur irgendwann. Und wir haben die Erfahrung schon gemacht, dass das nicht so schnell ist. Aber Preis kommt wieder einmal im Kopf und dann sagt man sich, ja, okay, mehr, was soll ich mehr erwarten? Weiter geht's. Mehr oder weniger habe ich natürlich ein UKW-Radio, welches nur mit dem Headset funktioniert. Von daher sind wir eigentlich auch schon komplett durch. YouTube als App habe ich natürlich drin. Mittlerweile lohnt sich das, auf youtube.com zu gehen. Und dann hat man eine bessere Ansicht. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Das ist eigentlich das Telefon. Und großartig kann ich euch viel nicht zeigen, weil es Android ist. Android Grundfunktionen hat. Und jetzt kommt der Preis. Das Telefon kostet 129 Euro, was gleichzeitig das günstigste Android OS Telefon ist. Es ist 30 Euro günstiger als das Acer Telefon. Und mit 129 Euro, denke ich mal, haben so die meisten Einsteigerleute vielleicht ein Zweitelefon. Es ist ideal vielleicht für Kinder, weil kein Kind sollte sich mit 13 Jahren irgendwie so ein N97 kaufen oder sowas. Das ist wirklich okay, also es ist wirklich cool. Es wird auch eine Prepaid-Lösung dazu geben, hat mir der Kollege von Vodafone gesagt. Und es wird das auch mit Vertrag geben. Kauft ihr euch das Telefon für 129 Euro, könnt ihr jede SIM-Karte reinlegen. Insofern habt ihr voll viele Möglichkeiten. Das Einzige, was ich nochmal jetzt wiederhole, was schlimm am Telefon ist, was nicht unbedingt wirklich schlimm ist, sondern wirklich nur eine Kritik ist, ist A, die Auflösung, dass die QVGA ist. B, diese kleine Tastatur hier, was sehr, sehr gut am Telefon ist, und das ist wirklich sehr gut am Telefon, dass es HSPR hat. Für 130 Euro habt ihr ein Telefon mit 7,2 Mbit, was richtig cool ist. Ja, ich denke mal, es hat euch hoffentlich gefallen, was ich hier gemacht habe. Ich habe euch das einigermaßen gezeigt. Ihr seid euch ein bisschen sicher in eurer Kaufentscheidung. Die Bilder, wie gesagt, findet ihr auf unserer Internetseite auf www.bestboys.de. Verzeiht mir, wenn irgendwelche Fehler da waren, wenn irgendwelche Pannen da waren. Das ist nicht immer unwillkürlich natürlich. Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt uns natürlich am besten bitte per Mail. Wir sind sehr gern für euch da. Und ja, wenn ihr konkrete Fragen habt, welches natürlich besser ist, ob das Wildfire, ob das 845, dann kann man schon sagen, dass das Wildfire natürlich besser ist. Klar, es ist auch ein Markenhersteller. HTC ist auch ein riesiger Hersteller für Smartphones und kostet dementsprechend natürlich auch. 270 Euro kostet das Telefon und 120 Euro dieses hier, 129 Euro dieses hier. Aber es ist ideal für den Einstieg. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis bald.